Man hat sich gedacht, das ist ein Wundermittel, wir tun digitalisieren und dann braucht man weniger Personal. Dem ist nicht so. Die Digitalisierung in der Arbeitswelt soll aus unserer Sicht Menschen unterstützen und nicht Menschen ersetzen. Ich denke, das ist etwas, worüber man auf jeden Fall diskutieren muss und wo man möglichst gut informiert sein sollte, damit man diskutieren und mitgestalten kann. Wir wollen es schaffen, dass die Digitalisierung als Chance für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begriffen wird. Digitalisierung ist gestaltbar. Dafür haben wir den Zukunftsfonds eingerichtet und wir fördern die Projekte. Das Projekt heißt Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Digitalisierung. Wir sind gut vorbereitet worden im Rahmen von Veranstaltungen und im Rahmen vom Übungsprogramm. Die größte Hilfe sozusagen auf der Station war die Etablierung von Key-Usern, die sozusagen insbesondere geschult worden sind, unter anderem ich als Stationsleitung auch. Aber es waren halt große Herausforderungen in den Ambulanzbereichen, große Herausforderungen eben auf die Stationen, dass die Leute wirklich durch das neue System einfach viel langsamer wurden in ihren täglichen Arbeiten. Bei den kniffligen, schwierigen Fragen haben wir total super Unterstützung gekriegt vom KISS-Support-Team, die dann gekommen sind und diese Problemstellungen relativ rasch einmal lösen haben können. Die haben wirklich Rundgänge gemacht, wirklich den ganzen Tag auf die Stationen, haben dann geholfen. Was dieses Projekt gebracht hat, sind mehr Mitarbeiter, die das Personal bei diesen Fusionen, bei dieser Änderung der EDV-Systeme unterstützt haben. Ich bin Tech-Trainer im Ars Electronica Center. Mein Beruf stellt eine Kombination dar aus dem klassischen Infotrainer, der Besucher betreut und dem Museumstechniker. Der Austausch zwischen Infotrainer und Techniker war früher vorrangig am Telefon, um ihnen mitzuteilen, was kaputt gegangen ist, was repariert gehört. Und die Kommunikation zwischen den beiden Dienststellen war eigentlich nicht so stark gegeben. Mit dem Projekt Tech-Trainer wollten wir da eine Schnittstelle schaffen, einen Berührungspunkt zwischen diesen zwei Gruppen. Der Zukunftsfonds hat uns ermöglicht, diesen Bereich im Museum, wo die Tech-Trainer arbeiten, das Machine Learning Studio, auszustatten. Und auf der anderen Seite hat er ermöglicht, die Schulungen, die Workshops, die es gebraucht hat, um dieses neue Berufsfeld zu gestalten, damit die durchgeführt werden können. Diese Tech-Trainer-Idee ist sozusagen für uns wieder der nächste Schritt, dass man sagt, okay, das könnte wirklich wieder für alle ähnlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt ein Vorbild sein. Der Manfred Brunner von IKI ist an uns herangetreten, um eben dieses Thema der Arbeitssicherheit zu digitalisieren. Wir haben als erstes einmal eine Entscheidungsrunde gemacht, ja, wo wir gesagt haben, ja, machen wir das Projekt oder nicht. Das Tool hilft Mitarbeitern, vorab komplizierte und zeitaufwendige Papierprozesse, sogar mobil abzubilden. Ja, ich bin Sicherheitsvertrauensperson. Ja, die Kollegen sehen mich immer mit dem Tablet und sagen, was machst du da? Und ich sage, ja, ich mache meine Arbeitssicherheitsbegehungen und ich kann dann alles gut dokumentieren mit Fotos zu jedem Arbeitsplatz. Und sie sagen, ja, das ist cool und sind begeistert. Diese Technologien unterstützen den Einzelnen, dass er sich um das viele drumherum nicht kümmern muss. Er kann sich wirklich auf die Kernaufgabe konzentrieren und damit eigentlich das wirklich wichtige Wissen im Unternehmen einbringen. Mit dem AK Zukunftsfonds haben wir den Nerv der Zeit getroffen. In über 150 Betrieben konnten wir über 70.000 Beschäftigte erreichen. Es gibt in diesen Projekten eine klare Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir wollen diesen Zukunftsfonds verbreitern. Dazu braucht es neue Projektideen. Reichen Sie Ihr Projekt ein.